Ja, wir treffen uns heute zum Gespräch über die Ausstellung und in der Ausstellung Jack in Flight, Giuseppe Adamo, Relationship and Difference. Ja, wir haben uns entschieden, anstelle der Vernissage ein Gespräch zu führen und hoffen, dass wir einige Erkenntnisse vielleicht rausziehen können. In dem Zusammenhang ist vielleicht nicht die erste Frage, die sich stellt, wie würdest du es einordnen, die Verbindung zwischen dir und Giuseppe und was sehen wir eigentlich, wenn wir in die Ausstellung kommen? Vielleicht fange ich sogar mit dem zweiten Teil der Frage an. Was sehe ich in der Ausstellung? Leider konnte Giuseppe nicht kommen, ja, sodass er eigentlich nur seine Arbeiten hierher geschickt hatte, zwei große Bilder, die eigentlich im Zentrum des Ganzen sind. Drumherum habe ich vier plastische Arbeiten gestellt oder aufgebaut, eine Bodenarbeit und drei Wandarbeiten. Und wenn man das so betrachtet, dann fallen einem sofort Bezüge auf, natürlich zwischen der Malerei von Adamo und auch meinen plastischen Konstrukten. Ich mag eigentlich ganz gerne das Wort Konstrukt, weil es so eine Offenheit halt beinhaltet. Beide künstlerische Strategien spielen wahrscheinlich mit diesem Gedanken, ein Assoziationsfeld zu wecken beim Betrachter der Werke, ohne eine Eindeutigkeit zu belegen. Zum Beispiel, wenn ich etwas aus Polyurethan baue und dann hat es so eine Struktur, die an Pilz erinnern könnte, dann wäre es tödlich, wenn es eine 1:1 Abbildung eines organischen Pilzes wäre, sondern es muss offen bleiben, sodass ich in Bezug auf die Größe, auf die Anbringung, vielleicht auch auf die Farbigkeit, dem Gedanken der Einordnung unterlaufe letztendlich. Ne? Also für mich arbeiten eben die Werke dann, wenn sie nicht in die Schublade passen, sondern wenn sie beinahe immer passen, aber dann doch nicht so ganz und in die andere auch nicht. Und da sehe ich auch den Giuseppe auch ganz stark, darum hatte ich mich auch eigentlich auch ein ganzes Stück weit in seine Arbeiten verliebt. Ich finde, dass das bei den Arbeiten von Giuseppe Adamo ganz besonders ist, ohne dass ich das Gefühl habe, er will jetzt didaktisch in irgendeiner Form oder einer ziehen dazu, Malerei im Grunde nur in Ungegenständlichkeit oder in der Abstraktion zu verorten, sondern das ist ja im Grunde hochgegenständlich und hoch konkret, was wir sehen. Also ich sehe auch bei ihm eine ganz, ganz große Faszination darin, diese Illusion einer wirklichen Tiefenräumlichkeit und diese wirklich, ich sage jetzt mal bös, arschglatte Oberfläche der Leinwand, was sich ja irgendwie beißt letztendlich. Oder Kontrast darstellt, so vielleicht. Ne? Und Kontrast ist ja nur in der seitlichen, in der tiefen Ausdehnung, also sagen wir mal, in Malerei oder in malerischer Skulptur oder Objekten, da würde ich da einfach mal mit einbeziehen, ist extrem wichtig. Und ich weiß aber nicht, und das ist jetzt natürlich auch dem geschuldet, dass wir einen anderen Zugang eben auch zu diesen Prozessen haben, vielleicht als Ausübende, ob das für Leute, die jetzt die Ausstellung besuchen, eben auch so ist, ja, oder ob nicht bei deinen, wie auch bei den Bildern, eben doch so eine Assoziationsorgie losgeht, dass dann die Leute eben sagen: Ah, okay, was weiß ich, Termitenfraß oder Helfer oder Mikro-Makro-Aufnahmen vom Maßüberbrechen oder sowas, ja, was ja wirklich okay ist, natürlich, ja, und trotzdem ja. Weil es eben subjektiv ist und aus dem und weil auch jeder ein Stück weit was anderes gespeichert. Genau. Jeder hat, also in unseren Breitengraden hat jeder eine ähnliche Schulbildung, hat schon mal ins Mikroskop geguckt und so. Und trotzdem hat man schwerpunktmäßig irgendwie was anderes gespeichert. Und das versucht man auch dort mit zu implizieren, ohne dass es das ist letztendlich. Das sind ja nur Erklärungsmodelle. Ja. Was mir auch eigentlich schon immer bei ihm aufgefallen ist, auch bei diesem gemeinsamen Messeauftritt, da letztes Jahr auffiel, dass dieser architektonische Umraum für Adamo mindestens so wichtig ist wie für mich. Die Sachen, ich sag's jetzt mal wirklich platt und banal, stelle ich die im Garten, dann stürzen die ab letztendlich. Es braucht das definierte Umfeld sozusagen, damit die ihre Kraft entfalten können. So wie meine Sachen, die funktionieren. Ich habe mal was
im Wald gemacht. Das hat komischerweise funktioniert, erstaunlicherweise. Aber von der Grundtendenz her braucht es immer gebauter Kulturraum oder sowas. Ja. Das ist so, das Zentrale scheint mir dann doch eben auch bei den Arbeiten, dass man irgendwie auch spürt, dass es eben so ein immanentes und intrinsisches Bedürfnis gibt, bestimmte Sachen zu machen. Auch sowas zu erforschen. Ich meine, genau. Da hat man sowas, was man selbst cool findet im Atelier, und dann will man es erforschen. Und dann fallen halt die Forschungsergebnisse raus. Und das zeigt mir eine Ausstellung. Und wenn das so ist, dann finde ich das eigentlich toll. Ja. Genau. Dann ist ja eben auch der Ausstellungsraum, also jetzt eben hier der Kunstverein, notwendig, um diese Ruhe zu schaffen und zu sagen, okay, wir empfinden von dieser Konzentration nach, die ich habe. Im Atelier sieht das ja ganz anders aus. Also ich glaube wirklich, es lohnt sich, diese Ausstellung live zu gucken. Ich denke auch, und ich möchte auch nochmal wirklich Werbung für die Ausstellung machen, weil sowohl das Gespräch als auch Abbildungen im Netz sind vielleicht geeignet, zwar einen ersten Eindruck zu vermitteln. Aber eben, wenn man von Struktur und Haptik, Materialoberflächen spricht, das kann man nur erleben, wenn man eine Ausstellung wirklich besucht. Ja, nee, da müssen wir drauf bestehen. Ja. Okay. Ja, vielen Dank. Hat mich sehr gefreut. Danke.